Jetzt? Ach, ich guck bei Twitch. Nein. Ah. Probleme über Probleme. Guten Tag. Ich hätte ja gerne guten Morgen gesagt. Das Paket. Hallo Arak, hallo Tyraval, hallo Freakman. Schön, dass ihr da seid. Das Paket mit dem Headset oder was? Jetzt sind erstmal Feiertage. So. Gerade mal noch 1,5 Stunden, bis Pi und Josi loslegen, wo ich ja hinraiden wollte eigentlich. Oder vielleicht zu Freakman, aber ich glaube, das wird nichts. Zumindest nicht mit Borderland. Ja, okay. Ich wollte Jagged Alliance 2 weiterspielen. Und ich habe vorhin schon einmal versucht, das Ganze zu starten und es ging nicht, weil das irgendwie alles gehackt hat und keine Ahnung warum. Ja. Habe ich es einfach nochmal ausgemacht, nochmal neu angemacht und plötzlich ging es dann. Sehr eigenartig. Naja, okay. Egal, sag ich jetzt mal. Stimmt, VIP-Treffen. Eine VIP-Runde. Ja, ich weiß nicht, ob Freakman heute noch streamen will. Dann müsste ich ja gleich zu ihm raiden. Dann würden wir jetzt hier 3 Minuten Jagged Alliance machen und dann gehen wir zum Freakman. VIP only. Genau, und der vierte Zuschauer bin wahrscheinlich ich. Oder so, keine Ahnung. Oder er mag sich nicht outen. Ja. Ah! Kula Malaka, hallo. Du bist der vierte. Okay, dann wird mir das jetzt hier nur ein bisschen verzögert angezeigt. Das kann natürlich sein. Ja, ich wollte doch noch irgendwas sagen. Was wollte ich dann sagen? Jetzt fällt es mir nicht ein, was ich sagen wollte. Irgendwas Stream-bezogenes, was für euch interessant ist. Aber naja, vielleicht fällt es mir irgendwann im Laufe der Zeit ein. Egal. Schöne Pfingsten. Ja, morgen dann. Ab morgen wünsche ich euch dann schöne Pfingsten. Oder ist Samstag auch schon ein Pfingsttag? Ist heute Pfingstsamstag? So, nach C5 sollen sie gehen. C5 ist dieser San Mona Sektor. Okay. Das ist doch ein Plan. Offensichtlich habe ich hier die Gegner besiegt in dem Sektor. Habe anscheinend auch schon ein bisschen eingesammelt. Und bin jetzt auf dem Weg nach San Mona, um Dinge bei Toni zu verkaufen und wieder in die Bar zu gehen und kämpfen zu können. So, den neuen, ah ja, genau, den Pablo habe ich aufgesammelt. Sehr gut.
Das neue 4K-Game. Nee, das ist alt. Das ist von 98, 99. Genau, Jagged Alliance 2. Eins meiner All-Time-Favorite-Spiele, was ich allerdings noch nie durchgespielt habe. Ich habe es ganz oft angefangen bereits und ganz oft schon, naja, bis Grum, Cambria, Alma gespielt. Aber ich war, glaube ich, nur einmal in Ballima und noch nie in Meduna. Und deswegen ist es jetzt hier so eine Art neues Langzeitprojekt mit Streaming, das Spiel vielleicht auch mal durchzuspielen. Und ja, mal gucken. Aber es zieht sich schon. Ich hatte eine relativ lange Pause, glaube ich, von fast 2 Monaten oder sowas, wo ich nicht Jagged Alliance weitergespielt habe. Aber ja, jetzt so eine gute Stunde. Und vielleicht kann ich ja morgen oder Montag dann auch nochmal weitermachen. Genau. Gut, dann drücke ich hier mal auf Fortfahren, sodass Sie nach San Mona laufen können. Ich habe meine Aufgabe erledigt. So, und die Alex ist fleißig am Reparieren. Jetzt hat sie wirklich alles repariert. Jetzt könnte ich gucken, ob ich noch irgendwas in die Taschen packen kann. Ja, das sieht gut aus. Ich kann noch ein bisschen Munition in die Taschen packen hier. Und dann würde ich das erstmal rüberbringen nach Drassen und da mal irgendwo ein Lager einrichten. Am besten hier. Am besten am Flughafen eigentlich. Ja, dann müssen wir das alles mal rüber transportieren. Gut. Dann. Wobei, ich schlaf erstmal. Schlaf erstmal. Gut. Die können jetzt nicht schlafen. Ah, die sind auch ausgeruht. Okay, der kann. In dieser Gegend ist Ärger vorprogrammiert. Wir werden natürlich nicht direkt durchgelassen nach San Mona. Da sind wieder 8 Feinde im Sektor. Dieses Mal auf C9. Na, dann schauen wir mal. Okay, ja. Hier würde ich sie wieder hier alle nördlich der dieses, ja, unschön, in Forge of Empires würde man sagen, der Weg ist unschön gebaut. Würde ich sie hier platzieren, weil hier viele Steine sind, hinter denen ich sie verstecken kann. So. Bin bereit. Und dann geht alle erstmal. Alle. Alle ducken, dachte ich mir. Naja, gut. Okay. Shift N. Shift R. Shift B. Rucksäcke liegen. Und es gibt auch eine Taste für alle hinhocken. Aber gut. Ja. Ach, der ist ja schon. Hier. Aber Stealth Mode Ja. sollte ich vielleicht noch bei allen anmachen. Bin bereit. Na komm. Alt-Z. So, jetzt sind erstmal alle leise. Ira Die Armee. geht schon mal Ich vor. wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Versehentlich. Die ist nicht mehr angewählt als Söldnerin. Kommt sie wieder zurück? Kommt sie. Aber gut, dann ist schon mal klar, dass sie gleich hier unten sind. Und dann werde ich die mal Bin verteilen. bereit. Danke, Tyrawal,
Für die Rucksackerinnerung, aber ich habe auch selber dran gedacht dieses Mal. Der Weg wäre was für Pi, okay. Den Pablo lasse ich am besten hinten. Hier. Und mit Chris und Trevor sollte ich schon vor. Wie weit kommst du denn? Bis da kommst du schon. Chris, der wird wahrscheinlich noch weiter rennen können. Aber nicht bis ganz da hinten. Alles klar. Gehst du bis da. Und Dimitri. Ich kann ja bis da. Nee, kann er nicht. Dann bleibt er erstmal hier so in der Mitte. Das war erstaunlich leise für Dimitri. Und einmal ganz geduckt. Bin bereit. So, ich denke mal, da passiert jetzt noch nichts. Weil sie noch nicht wissen, dass ich hier bin. Deswegen bin ich jetzt auch aus dem Kampfmodus gleich wieder rausgegangen. Oder rausgekommen. Ja. So. Hier. Ja. Du kannst mal mit zum Chris hier in die Ecke gehen. Na, ist doch schon mal gut. Okay, dann werde ich mal mit Chris etwas die Gegend auskundschaften. Da ist schon mal niemand. Da auch nicht. Hier sehe ich nicht so viel. Stehe ich mal auf. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Da wäre einer. Und da wäre noch einer. Okay, das ist halt die Frage, wie ich jetzt damit umgehe. Ich könnte jetzt halt auf den einen Schuss abgeben, dann werden die schon kommen. Das ist halt, denke ich, eine ganz gute Möglichkeit. Schön, schön, schön. Dann kann ich auch den Stealth-Mode wieder ausschalten. Bin bereit. Weil jetzt werden sie eh kommen. Ja. Und ich hoffe, sie laufen mir direkt in die Arme, sodass ich sie unterbrechen kann. Bin bereit. Tada! Eine Unterbrechung für Fox. Ist natürlich ein bisschen weit für Fox. Muss sie außer ihrer Reichweite schießen, aber... Sie trifft trotzdem mal. Sogar zweimal. Bin bereit? Ja. Du darfst reden. Verflixt. Der hat sich nur kurz versteckt. Hier. Seid ihr bereit? Sie sind hier. So, das ist jetzt auch nur der eine. Der wird interessanterweise nur von Fox gesehen. Die hat ja mit ihrer Sonnenbrille ein bisschen mehr Sichtweite. Bin bereit. Verflixt. Das ist ja schon wieder versteckt. Hier, Zielobjekt in Sicht. Ah, da kommen mehr. Sehr gut. Genau, Chris hat ja ein bisschen Munitionsmangel. Ich schau mal, ob ich den vielleicht auch... Kann ich mal versuchen, Pistolenschuss auf den abzugeben, denke ich.
ist. So. Alles okay. Bin bereit. Feindberührung. Bisschen angezeckt. Guten Abend, Uwe. Und auch da unten gibt es einen weiteren, der sich nähert. Ordentlicher Treffer. Ach, jetzt ist er auch in Iras Reichweite. Darf sie auch mal. Das gefällt mir. Sehr gut. Haben wir was gemacht, was ihr gefällt. Ja, schön, dass du da auch da bist, Uwe. Du bist doch ein Forge of Empires-Spieler, aber schön, dass du trotzdem reinschaust zu meinem Jagged Alliance 2-Stream. Aber heute wird definitiv auch noch was zu Forge of Empires kommen, nehme ich mal an. Oder haben Josie und P irgendwas Gegenteiliges behauptet? Ich glaube nicht, oder? Die werden heute Abend wieder einen schönen langen Stream machen. Oder? Und ich spiele mein gutes altes Jagged Alliance 2. Noch ein wenig. Bis es losgeht. Nächste Woche war Samstag, haben sie keine Zeit. Okay. Ja, Glückwunsch, Uwe. Ich habe es schon gelesen. Du hattest es ja auch im Discord geschrieben, ne? Also die sind jetzt hier alle angezählt und dadurch sind die nicht mehr gut oder nicht mehr wirklich gefährlich, da sie alle Aktionspunkte verloren haben. Und dadurch nicht mehr viel machen können. Okay, der ist jetzt sogar hier im Status stirbt. Keine Muni mehr. Und dann geht mir auch die Munition aus von der Waffe, oder? Das ist auch gar nicht seine Hauptwaffe, oder? 24, 5, Reichweite 12, ach ja, doch, wahrscheinlich doch. Muss ich mehr Munition für besorgen. Aber ich glaube, die ist gar nicht so selten. Hat die nicht jemand anderes noch? Diese hier? 9x18? Nochmal gucken. Nee. 7,62 mal 25 Millimeter. Die ist es. Okay, davon haben wir nicht so viel. Da sollte ich auch noch mal ein bisschen Ausschau halten nach dieser Munition. Kann ja erstmal mit der schießen. Nee, die hat gar nicht die notwendige Reichweite. Achso, kann auch sein, weil die Actionpunkte verbraucht sind. Versuche ich gleich nochmal zu schauen. So, schaue ich nochmal. Mit der Reichweite 11 Waffe. Ah, es geht auch. Okay, jetzt stirbt er auch. Hier. Super.
So, ein weiterer ist noch am Sterben und fünf sind noch übrig. Der andere müsste hier liegen. Seid ihr bereit? Sie sind hier. Genau, der ist auch schon im Status schlecht. Der hat sich jetzt wieder zu erkennen gegeben. That's it. Sind noch vier übrig. Genau, weil einer schon stirbt, der kann nichts mehr machen. Es sei denn, der wird noch mal hochgeheilt von irgendeinem, Hier. von seinen Kollegen, aber das ist schon äußerst unwahrscheinlich. Okay. Ja, die Waffe hat auch einen Schalldämpfer. Ja, macht Sinn, dass er die behält. Ich wollte aufstehen. Da ist der, der stirbt. Hier hinten ist noch einer. Da unten ist auch noch einer. Dass die nicht zur Verstärkung kommen. Okay, sind sie also ganz in der Nähe? Kann ich ja mal mit ihm gucken, was die jetzt machen. Laufen komisch rum. Ist das alles? Sieht so aus. Dann kann ich ja mich langsam nach vorne bewegen. Dimitri kann ich noch mal einen Übungsschuss abgeben, damit er seine Trefferfähigkeit verbessert. Bis wohin kann ich denn da? Also hierhin kann ich auf jeden Fall mit Dimitri. Bin bereit. Mit Fox kann ich auch hierhin. Oder sogar dahin. Halt. Ira gehe ich hinterher. Okay. Punkt an Kraft hat sie gewonnen. Die Kraft steigert sich auch Stück für Stück, wenn sie Strecke zurücklegen und relativ schwer beladen sind. Dann werden sie immer stärker. Yep. Mit Trevor könnte ich ja mal hinter den Steinen wandern, wobei das ganz schön dicht dran ist. Oder ich gehe hinter den. Ja, ich gehe mal hinter den. Juhu! Yep. Die machen ja da nichts Sinnvolles. Yep. Die haben wohl Angst. So. Was liegt denn da rum? Warum liegt denn da Munition rum? Ist jemand, oder ist es eine Waffe? Pistole? Jemand fallen lassen auf dem Weg, der da angeschossen wurde. Komisch. Ach, es kann auch sein, dass es aus einem. Ja, das ist aus einem früheren Kampf. Aus einem früheren Kampf einfach. Genau, weil ich den Sektor schon mal freigekämpft habe. Ja. So, damit wäre Trevor jetzt nah dran am Geschehen. Jetzt kommt Chris. Ich gehe erstmal dahin. Zielobjekt in Sicht. Zieht er noch ein? Oder ist er direkt daneben? Hier ist entschieden zu viel Blei in der Luft. Okay. Gut. Der ist jetzt nicht ungefährlich an der Stelle.
Da würde ich jetzt einfach mal so einen Schuss ins Blaue von Ira abgeben. Auch wenn sie den nicht sieht. Bin bereit. Und auch von Fox, auch wenn sie den auch nicht sieht. Damit er da erstmal ein bisschen Angst hat. Und seine AP schon mal ein bisschen runtergehen. Aktionspunkte. Ja. Okay, Unterbrechung für Trevor. Nicht getroffen. Aber er hatte Angst und rennt wieder zurück. Wage ich mich mit Chris nach vorne. Und Dimitri kann mal seine Augen offen halten in der Richtung. Trevor ist ja schon bereit. Yep. Bin bereit. Ja, ideal. Fox und Dimitri, okay. Der war knapp. Zieht sich wieder zurück. Sieht ihn jemand? Nee, doch, Chris sieht ihn. Chris sieht ihn. Aber der ist hinterm Stein. Keine Kugeln! Keine Kugeln, keine Munition. Nicht so schön. Nicht so schön. Unterbrechung für Chris, aber da kann ich jetzt nichts mehr machen. Bin bereit. So, Fox. Sehr schön. Sehr schön. Das macht sie immer wieder super. Ja. Und jetzt gehen sie hier volles Risiko ein, anscheinend. Ja. Gehen alle aus der Deckung. So. Dimitri, schieß mal auf den hier. Solange die Munition noch reicht. Wobei, jetzt kannst du auch eine Pistole nehmen. Reichweite 11, Reichweite 12. Und richtig viel Munition für die. Okay. Bin bereit. Fox sieht den auch noch. Fox hat gleich 81 Trefferwahrscheinlichkeit erreicht. So, und wer sieht denn den da? Chris wahrscheinlich. Chris sieht den auch. Der ist ja jetzt hier auch angezeigt, der ist noch gesund, das heißt, der muss was noch abbekommen. Hinter dem Stein kann er wohl nicht gut schießen.
Okay, jetzt ist er aber wirklich langsam in sehr nahe Reichweite. Ich komme mal hoch wegen des Steins. Genau. Und schon klappt's. Und wieder in die Deckung. Ja, es ginge auch Nahkampf. Also ich könnte auch hinrennen und sie mit den Fäusten angreifen. Aber das wäre sehr riskant. Der hatte, also der Grauhaarige hat ein Gewehr, der hätte eigentlich schon schießen können. Aber ich nehme an, der hat Chris nicht gesehen. Ja. Oder der hatte eine Shotgun. Die sind ja auch von der Reichweite her nicht so gut. Das könnte auch sein. So. Alle anderen sehen nix. Bin bereit. Jetzt. Und sie versuchen es halt leider auch gar nicht erst anzugreifen, wenn sie nicht in Reichweite sind, was ich ein bisschen... Bin bereit. Was ein bisschen doof ist. Weil dieses Geräusch, dieses Pling, 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 das ihr jetzt hört, das sagt ja aus, dass die Waffe nicht in Reichweite ist, also die Pistole. Und dadurch es relativ unwahrscheinlich ist, dass er trifft. Aber relativ unwahrscheinlich ist halt noch lange nicht, dass er nicht trifft, ne? Also. Keine Muni mehr. Wie man sieht, trifft er ja trotzdem. So, die Waffe ist leer. Was haben wir denn noch so? Die hat nur eine Reichweite von 9. Das könnte sein, dass hier das gar nicht erst geht. Ja. Wobei, ich muss erstmal die Runde umgehen lassen. Und dann kann ich nochmal gucken. So. Doch, geht auch. Kann er auch mit versuchen. Trifft er auch. Ich tue, was ich kann. Und gewinnt einen. Hier kann er nicht mehr. Da ist jetzt zu weit. Wobei, es fehlt ja ein AP. Es fehlt ein AP. So, wie viel sind es denn jetzt noch? 2, oder? 2. Der eine ist schon ziemlich verwundet. Der andere müsste hier noch irgendwo sein. Ja. Also jetzt geht's nicht mit der Waffe zu schießen, weil die Reichweite zu groß ist. Für eine Waffe mit einer Reichweite von 9. Die hat auch 9. Wenn ich gegen die tausche, würde es wahrscheinlich gehen, aber die Munition ist halt alle. Die hat 12. Und deswegen geht's. Und so schlechte Pistolen haben die jetzt auch nicht. Aber ich nehme an, die schießen auch nicht, wenn die Reichweite halt am Blinken ist. Der war gut. Der war besser. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo der andere sich rumtreibt. In Sicht. Da, und der ist auch noch okay. Und ja. Ups, der hat eine... auch irgendein Gewehr. Ich kann jetzt mit dem Chris auch mit dem Gewehr schießen. Ist jetzt aber sofort wieder verschwunden. Weil ich den eigentlich noch gar nicht sehe, weil ich das Zielfernrohr leider nicht auf die
SKS drauf schrauben kann. Ich kann halt nur das Fernrohr nehmen, um zu gucken. Da ist jetzt ein Anzeigefehler, dass er schwarz bleibt. Keine Muni mehr. So, jetzt ist langsam sämtliche Munition alle. Und bei Chris. Operation gelungen. Patient tot. Dann schaue ich mal nochmal nach dem letzten Typ. Da liegt der. Ja. Hallo Topstar, guten Abend. Kann ich ja jetzt mal hier runterrennen mit Trevor und den von der Seite. Juhu. Was ist das? Versuchen anzugreifen. Ja. Was kann das sein? Nein, nicht aufheben, nur hinrennen. Jetzt sieht er ihn auch. Der nicht auch eine Walter, ja. Wahrscheinlich noch so einer. Ja. Jetzt hat er sich hinterm Stein versteckt. Ist sowas. Bin bereit? Okay, dann. Toll. Oh, das ist jetzt ein bisschen gefährlich, dass sie da jetzt so nah dran steht und sich nicht mehr hinhocken kann. Oh, fucking hell. Bin bereit? Habe ich gerade gesagt, ne? Ja. Ja. Und ich habe nicht gespeichert, also ich werde jetzt auch nicht... Bin bereit? Also solange sie nicht stirbt, werde ich jetzt auch nicht... Ja. Nicht neu laden. Warum kann Trevor nicht schießen? Ist der so gut versteckt da hinter dem Stein? Sehr blöd. Bin bereit? Sie kann nichts machen, glaube ich. Sie hat minus 35 AP. Das war jetzt nicht so klug von mir. Hier! Ja. Komm einfach dazu. So. Runter mit dir. Ja. Trevor kann auch schießen. Sehr gut. Sehr gut. Alle Feinde dort hier. Jep, Beharrlichkeit zahlt sich aus. Jetzt ist Trevor noch teurer geworden. Oh Mann, ey. 43.000, mal gucken, was er jetzt kostet. Ich muss ja seinen Vertrag verlängern. Schau her, Kumpel. Dann weißt du, dass du erste Sahne kriegst für dein Geld. Erste Sahne. Ich brauche 65.000. Jetzt. Eben waren es noch deutlich weniger, glaube ich. Vor dem Kampf.
Ja, der ist schon auch echt gut. Und ich müsste das Geld eigentlich zusammenkriegen in den nächsten 3 Tagen, sodass ich seinen Vertrag verlängern kann. Um die komplette Zeit. Also um 14 Tage. Weil sonst ist es halt immer so teuer. Bin bereit. So, Fox muss verarztet werden. Am besten von sich selbst. Oder von Ira. Was ist denn? Nee, sie ist die beste Medizinerin. Bin bereit. Dann verbinde dich mal. Hallo, Burst. Meduna noch nicht eingenommen? Was ist denn da los? Meduna, die Hauptstadt. Wie gesagt, warst du wahrscheinlich vorhin noch nicht da, Burst, aber ich war noch nie in der Hauptstadt. Ich habe schon ganz oft Jagged Alliance 2 angefangen, aber nie zu Ende gespielt. In Meduna war ich noch nie. Und ich fange halt, wenn ich... Also man könnte ja mal einen alten Spielstand weiterspielen. Aber der liegt dann irgendwie 2 Jahre rum und dann denkt man sich, ach, fängt man neu an. Und das macht man dann so alle 2 Jahre und... ja. So, was ist denn hier so fallen lassen geworden? Das ist die von Fox, die Waffe. Die Rucksäcke sind klar, die kann ich gleich mal wieder anziehen. Schiff B. Shift B. Achso, wieder anziehen ist Shift. SDRG, Shift und F. Gut. Nee, ich spiele ohne Sci-Fi-Mode. Ja, hier wird zu Ende gespielt. Genau. Habe ich auch vor. Habe ich auch vor. Gut, jetzt haben sie die Rucksäcke. Fox muss sich noch aufpatchen, aber hier gibt es Munition für ihre Waffe. Warum ist denn... Die war doch eben noch drin in der Waffe, die Munition. Moment. Manchmal ist komisch. Gut. Und zack. Jetzt sind sie nachgeladen. Also 9x18 Millimeter und Walter, die Walter hat auch die 9x19. Was ganz gut ist. Hat Pablo, ja, Pablo hat auch eine schusssichere Weste. Für die 9x18 habe ich auch, glaube ich, gar keine Waffen. Ach doch, die hier. Die Makarov, okay. Die haben 9x18. Wobei das ja hier Gewehrmunition ist. Gut. Ah, die ist schon voll. Ja, aber ich werde die mal noch ein bisschen leer machen. Dann kann ich nämlich noch ein zusätzliches Magazin mitnehmen. Oh, und ich kann auch diese Pistole. Ach, das reicht leider nicht. Passt nicht alles rein.
Aber Dimitri kann ich jetzt erstmal so eine Walter geben. Dann kriegt er jetzt eine Walter oder was? Für die habe ich auch nicht mehr wirklich Munition. Halt, ich bin im falschen Sektor. Der hat keine Munition für die. Ich glaube, nur Ira hat Munition für diese. Genau. Ja, kann ich im Grunde jetzt gerade nicht verwenden. Deswegen nehme ich lieber die Walter mit für Dimitri und lade die mit Munition, die wir haben. Moment, ich muss sie erst ins Inventar nehmen, sonst kann man nicht laden. Okay. Mensch, er kann diese Munition noch mitnehmen. Eine Flasche kann doch bestimmt jemand noch irgendwo unterbringen. Genau. Dann nimmst du halt die Flasche. Okay, und Trevor, Schrotmunition. Ist alles. Höchstens da eins rausnehmen. Halt. Und gegen ein volles tauschen. Der Rest bleibt erstmal liegen. Schnelllader-Munition brauche ich jetzt eh nicht. Das ist ja für einen Revolver. Bist du fertig, Fox? Nee, bist doch gar nicht fertig. Lass mir mal kurz Zeit vergehen. So, Fox ist fertig verbunden. Dann nimmt Fox die Waffe wieder. Ja, die Schutzweste. Wer hätte denn jetzt die Walter bekommen? So, die muss Dimitri noch kriegen. Okay. Weiter geht die wilde Fahrt. Und dieses Mal vielleicht auch bis nach San Mona. Alex schläft noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt kann sie hier rüber gehen. Ich muss mal gucken. Okay. Ich da lasse vielleicht einfach in dem Sektor, weil ich da jetzt... Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Und das bald. Gibt es noch etwas, was ich tun kann? Ich glaube, ihr könnt jetzt... Könnt jetzt erstmal aufhören. Okay. Dann hätten wir Flo und Biff auch frei. Dann könnt ihr euch erstmal dran machen, Dinge zu transportieren. Da muss ich jetzt einmal gucken, wo das am sinnvollsten ist. Die haben jetzt ihre Sachen hier oben. Okay. In dem Sektor. Die
sind ja auch voll bepackt. Wobei, die tatsächlich Munition für ihre Waffen vor allem haben. Bis auf diese hier. Und die Nebelgranate. Aber die hätten auch noch ein bisschen Platz im Inventar. Das heißt, der Biff, der kann jetzt noch ein bisschen was mitnehmen. So. Dann liegt hier auch nichts mehr rum in dem Sektor. Im Nachbarsektor schon noch. Hat die Flo. Hat die Flo noch was? Frei. Die hat was frei. Ja, dann gehe ich mit den beiden erstmal hier in den Nachbarsektor und hole das. Ja, Bobby Race ist offen. Hey, Kumpel. Die Ochsentür ist vorüber. Okay, gut. Gehen erstmal zu Toni. Und schauen, was so an Shopping geht. Bobby Race ist schon offen und ich habe mir ein paar Taschen gekauft. Du bist ja hier noch zum Stammkunden. Ich wette, du bist hier um... Bereit? Ja. Okay. Gut. Ja, der gute Hans. In seinem Nebenjob hier bei Toni. So, jetzt habe ich hier einiges mitgebracht, was ich verkaufen wollte. Dann fangen wir mal an. Zeig mir, woran du Interesse hast. Ja, Interesse gar nicht so sehr. Die Neuner. Hm. Lass mal sehen, was wir hier haben. Die Revolver. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Die Munition, die ich dafür nicht brauche. Neun mal 18. Na, ich behalte sie mal noch. Du möchtest etwas verkaufen, ist das korrekt? Ja, ist korrekt. Toni. Das Riesen... Der hat ja ein Rambo-Messer, mit dem kann man, glaube ich, auch Köpfe abschneiden. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Hallo Jimmy Lee. Dich kenne ich doch von Mongooser, oder? Sprichst du Deutsch? Spiele ich auf schwer? Ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ich spiele nicht auf super schwer. Sondern, ich glaube, die schwerste Stufe ist ja ohne Zwischenspeichern. Wenn ich mich nicht irre. Also, ich spiele, glaube ich, auf der zweitschwersten Stufe. Genau, nicht auf dem Ironman-Modus. Ich habe einen Ironman-Kanalpunkt-Modus quasi, wo man, wenn ich einen Kampf starte, oder auch während des Kampfes, geht ja auch, Kanalpunkte gegen Kanalpunkte einlösen kann, dass ich nicht zwischenspeichere. Und wer dann stirbt, der stirbt dann halt. Während dieses Kampfes, falls jemand die Kanalpunkte löst. Genau. Das Geschäft ist perfekt.
Noch etwas? Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Also wenn man mit dem Rambo-Messer auch Köpfe abtrennen kann, muss ich ja für die... die Terroristen. Deren Köpfe muss ich ja als Beweis bringen. Wenn ich einen Terroristen finde und erledige. Und deswegen brauche ich halt ein großes Messer, um das zu tun. Ohne Science-Fiction-Modus. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Okay. So, grundsätzlich ist eine Pistole nicht verkehrt. 9x19, das andere war 9x18. Die 9x18 braucht man auch nicht wirklich. Das hat einigen Wert. Nur Pistolenmunition. Einen fairen Preis. Das geht mit dem normalen Messer. Na, dann gehe ich das Risiko ein und verkaufe die Machete. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Und vertraue euch da mal. Also, Rambo-Messer ist ja auch größer. Schon. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Das möchte ich aber nicht verkaufen. Na, wir schauen gleich nochmal. Was war so? Bedauere, ich bin nur an Waffen und deren Zubehör interessiert. Das, ach so, genau. Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Gibt's anscheinend auch Gewehre für, aber... Tja, noch nicht gesehen. Die 9x18. Die passenden Gewehre. Okay. So, sie trägt... Dieser? Ach, und die Owen. Schon gut. Lass dir Zeit. Sie hat ja auch noch die Owen. Ist halt das Problem, diese Riesenpistolen, die passen halt nicht in das Pistolenholz da rein, leider. Die sie da gefunden hat. Ja, die sind halt schon cool. Ich will die halt schon verwenden, weil die haben halt eine 15er Reichweite. Aber deshalb ihre Berettas zu verkaufen, die schon im Pistolenhölzer stecken, ich bin unsicher. Ich habe es so eingestellt, dass nicht alles droppt, Burst. Also wenn man einstellt, dass sie all das fallen lassen, dann hätte ich wahrscheinlich schon mehr Ausrüstung. Aber das macht es zu schnell zu einfach aus meiner Sicht. Und andererseits hat man dann so einen riesen Overhead an Inventarmanagement, dass das halt auch blöd ist, finde ich. Ja, das Holster, das ist halt, um da Pistolen drin zu verstauen. Und eine bessere Tasche habe ich halt nicht. Ja, die gibt es bei der Version hier 1.13, da kann man halt einstellen, ob man alles fallen lässt. Oder dass die Gegner alles fallen lassen. Sie hat noch eine Beretta. Diese Makarov. Sie sollte, glaube ich, lieber die Beretta nehmen. Ich glaube, die Makarovs habe ich hier auch eher zum Verkauf mitgenommen. Ja,
Ja. Ja, dann nehmen halt irgendwas zurück. So. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Noch etwas. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Okay, so. Das hat einigen Wert. Die Ich zahle behältst du. einen fairen Preis. Da brauchen wir noch 9x19 Munition. Kaufen wir auch gleich noch ein bisschen was zurück. Die Sig Sauer ist auch gut. Und die Warjak ist auch ziemlich gut. Ach, und die hat auch tatsächlich den Munitionstyp hier, ne? Ach nee, 40er. Okay. Da hat er aber sehr viel. Da können wir auch ein bisschen was abgeben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. 9x18, 9x18. Das auch. Revolvermunition. Okay. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Gut, vorerst. So, Pablo hat auch noch ein bisschen Kram, den er loswerden möchte. Das Nun hat einigen Wert. Ich mal zahle 19 einen vielleicht fairen nicht. Preis. Das ist nochmal dieses 40er-Magazin. Da kann er vielleicht auch die Sig Sauer nehmen gleich. Mal gucken. Den Revolver, der kann noch weg. Ja. Also. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Gut, jetzt sind wir einmal durch. Ja, Vanilla habe ich halt oft gespielt. Habe ich halt auch oft gespielt. Und ich habe halt irgendwann diese 1.13er-Version kennengelernt und dachte so, das ist ja auch ganz nett mit der zusätzlichen Informationstiefe noch, die es ja gibt und die zusätzlichen Waffen. Und habe das dann halt angefangen. So, jetzt bin ich bei Sehr 53.000. gut. Du. Ich habe ein bisschen was bekommen. MP5 liegt da noch und eine Vakuumgranate. Die Vakuumgranate kann direkt der Dimitri haben. Der ja unser Grenadier wird. So, und dann muss ich mal überlegen, wer jetzt hier was kriegt. Welchen meinst du, den anderen deutschen Streamer? Ich überlege gerade, wie sein Name ist. Wahrscheinlich meinst du den anderen, ne? Ja, kann ich dir nicht sagen, was mit ihm ist. Also er hat ja eine Zeit lang recht regelmäßig gespielt und seit einer Weile halt gar nicht mehr. Ich habe ihn zumindest auch nicht online gesehen. Ja, ich habe den Namen auch gerade nicht parat. So, mal gucken, wo so ein
Zweibein drunter passt. Wahrscheinlich nur unter die SKS, wenn überhaupt. Nicht mal da. Tja. Mini-Granaten. So, jetzt hat er auf jeden Fall jede Menge Granaten, der Dimitri. Ist ja schon mal ganz gut ausgestattet, würde ich sagen. Und ich bräuchte ein Tuch, um seine Wurfmesser sauber zu machen. Dann könnte ich 3 stapeln. Die soll er ja auch haben, die Wurfmesser. Oder geht es mit dem in den Sand werfen? Dimitri, komm mal bitte. Ich habe jetzt noch nicht so viel erobert. Nur Drassen und Umörter. Aber als nächstes ist ja Chicena auf dem Plan. Gucken, ob das funktioniert. Nee, es bleibt blutig. Ich glaube, das funktioniert nur in Vanilla. Wenn man die in den Sand wirft, die Wurfmesser, dass die dann sauber werden. So. Dann muss ich jetzt mal etwas Inventarmanagement machen. Okay. Wie ist denn hier der Stand? Das ist noch mal so eine... Kann ich die erstmal... Ach, es sind 2 verschiedene Munitionssorten. Dann machen wir es so. Liegt zumindest schon mal keine Munition mehr rum. Die hat einen Schalldämpfer. Ja. Aber da fehlt mir halt auch die Munition. Chris kann definitiv mehr von dieser Gewehrmunition brauchen. So, jetzt hat er keinen Mangel mehr. Würde ich sagen. Ah, okay. Hat komplett reingepasst, das Magazin. Sehr schön. Okay. Schauen wir erstmal nach den Hauptwaffen. Da ist zumindest Chris als unser Scharfschütze gut ausgestattet. Aber er braucht keine, also er braucht nicht so viele Revolver. Es reicht einer als Alternativwaffe. Idealerweise sogar der mit dem Schalldämpfer. Dann hat er immer ein bisschen die Möglichkeit zu schleichen. Und vielleicht gebe ich ihm auch noch so ein paar Mini-Grenädchen. Das kann er hier hinlegen. Und dann kann er noch Mini-Granaten mitnehmen. Diese Pistolen sind aber ganz gut. Die hat eine riesige Reichweite von 18. Das ist ja Wahnsinn. Liegt das an der Munition oder liegt das an der... Ach so, ja, das liegt an der Munition. Ne? Die hat irgendeine spezielle Munition geladen, glaube ich. Match-Munition. Genau. Erhöht die Reichweite. Sonst ist es eine 11. Ich meine, die 6 sind nicht schlecht. Und dafür habe ich im Moment nicht die Munition, aber ich glaube, die Ira hat davon mehr.
Gehe ich einmal durch. Genau, diese Munition ist das. Wäre ja vielleicht nicht schlecht, wenn die Ira nur Munition von einem Typ hat. Dann behält die die. Dann wäre die Frage, ob der Schalldämpfer auch auf andere Pistolen passt. Sieht erstmal ganz gut aus. Dann braucht die aber definitiv mehr von dieser Munition. Dann frage ich gleich mal Toni, ob er davon mehr hat. Ira. Ira, sprich mit Toni. Zeig mir, woran du Interesse hast. Sieht nicht gut aus. Scheint eher selten zu sein. Diese Munition. Diese Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Ja, dann weiß ich nicht, ob das eine gute Wahl ist. Dann sollte sie definitiv noch eine zweite Pistole haben. Vielleicht nächstes Mal. Falls die Munition leer ist. Da käme die Beretta in Frage. Denke ich. 92F. Sind die gleichen oder was? Sahen nicht so gleich aus, aber doch. Hier sehen sie doch gleich aus. Okay. Ja, jede Menge Munition für diese Waffe hat Pablo. Für diesen Waffentyp. Und selber einen anderen Waffentyp. Dann legen wir den erstmal ins, die erstmal ins Inventar. Zurück zur Ira damit. Nein. Ach, keine Ahnung. Keine gute Idee. Okay, welcher ist das? Das sieht so aus, das Magazin. Dann kriegt sie die hier alle. Und noch mehr. Achso, das sind nur 8. 8 Schuss. So. Und so. Und so. Und ja, dann mach halt bei lieber panzerbrechend rein. Wobei, die hat sie ja schon in der anderen Pistole. Dann mach mal da Hohlspitz rein. Okay.
Gut, dann sieht es bei Ira erstmal okay aus. Dieses Doppelmagazin-Holster. Ob das jetzt bei ihr so gut aufgehoben ist, bezweifle ich. Die Segeltuchtasche, was kann man denn da reinpacken? In die Segeltuchtasche. Ach, eine Munitionskiste. Doch die Frage, ob das jetzt so ein guter Kauf war. Sieht im Moment nicht so richtig danach aus, als wenn das ein guter Kauf war. Jetzt hätte sie zumindest mal ganz viel 9x19mm Magazine. Gut, schauen wir weiter. Und auch diese Doppelmagazintasche ist jetzt bei Ira auch nicht so richtig angebracht. Ich mache es erstmal so. Wobei ich halt auch hier 3 reinlegen kann. Die wäre das für Fox gut. Ich glaube, Fox könnte damit ihre, also könnte halt dort ihre komischen Munitionsdinger da verstauen. Diese hier. Und das Tränengas kann sie erstmal hier lassen. Packen wir mal aus, genauso die Leuchtstäbe. Sunnypack können wir erstmal auffüllen. Okay. Das können wir hier mit dazulegen. Dafür haben wir noch keine Waffen. Ansonsten. Ja. Müsste ich halt auf eine Beretta verzichten. Für sie, eine zweite. Aber sie hat ja diese Dinger. Das ist dann vielleicht auch okay. Zusätzlich hat sie die Owen als Gewehr. Ist auch okay. .45er MP. .40er, ah, okay. Ja, dann behalte es noch so. Gut. Fox und Ira sind okay. Biff interessiert doch gar nicht. Fox, Ira, Dimitri. Dimitri hat diese Waffe, wo es keine Munition für gibt. Er hat jede Menge Sig Sauer, die hat den Munitionstyp nicht. Er hat eine Waffe mit jeder Menge Munition. Das können wir so stehen lassen, seine Pistole. Die hat auch gute Reichweite wie die Varjak. Das kann er so behalten. Vielleicht braucht er ein anderes, vielleicht braucht er noch Munition für sein Gewehr. Wenn er nämlich die Walter behält, denke, das wäre nicht verkehrt. Gut, lassen wir es erstmal bei Dimitri. Pablo braucht nichts. Der braucht seinen Schlagring, eine Notpistole mit Notmunition. Das passt erstmal.
ist noch Revolvermunition, die können wir noch verkaufen. Passt erstmal. Aber ich glaube, 9x19mm ist nicht so viel da. Er hat 9x19. Aber es ist halt auch nicht so viel. Mit einer Swings eine passende Pistole. Plus 2. Ich glaube, das Gewehr wäre wichtiger. Passt ja gar nicht. Doch nicht plus 2. Okay. Das können wir rausnehmen. Genauso die Gürteltasche. So, mal schauen, wer die noch kriegt. Drahtschere braucht irgendjemand. Kann er da hinlegen? Ja, und so ein paar Knicklichter mit dabei zu haben, ist sicherlich auch nicht schlecht. Vielleicht machen wir bei ihm einfach mal die Tasche hier ordentlich voll mit Knicklichtern. Und dann ist er auch gut. Grizzly hat diese blöde Jägerweste. Die kann nix. Die kann nix. Wir werden die Jägerweste rausnehmen und er kriegt eine Gürteltasche. Die Jägerweste soll lieber jemand kriegen, gut, soll lieber jemand kriegen, der nichts weiter braucht. Also ihm könnte ich das Revolverholster geben, dann einen passenden Revolver für seinen Munitionstyp. Ist das das richtige Magazin? Das sieht richtig aus. Und dann ist er gut. Denke ich. Auch mit der Colt, mit der MP5 und der Colt, ja. Denke, das ist okay. Du kannst vielleicht noch Tränengas mitnehmen. Wenn wir einfach mal ein bisschen Platz noch bei dir haben. War auch nicht so viel. Oder wir packen, ja, kannst da reinpacken. Okay. Die Sanitaschen packe ich mal eben hier hin. Das kriegt jetzt hier. Hat der keinen Platz mehr. Nicht mehr wirklich. Das eine werde ich noch offen lassen wollen. Ah, aber er hat hier so eine Tasche noch, die er nicht braucht. Und er hat zwei Helme, die er nicht braucht. Ja, raus damit. Schade, dass es nicht in die Tasche passt. Davon passen zwei in die Tasche, aber dann hat er generell nicht genug dabei. Schade, schade, schade. Okay. Oder eigentlich hat er ja genug dabei. Eigentlich hat er ja genug dabei. Nehmen wir raus. Die Munition kriegt Pablo dann noch. Ja.
Vielleicht kriegt er einfach noch eine zweite Pistole, falls die mal Probleme macht. Dann wäre es aber sinnvoll, wenn er die von Dimitri kriegt. Das ist ja... Nee, wäre es nicht. Ach, wird schon keine Probleme machen. Und die braucht er ja auch nicht mitnehmen. Reparieren muss er. Helm raus. Kann er auch haben. Okay. Gut. Trevor. Hatten wir schon gesagt, der ist okay so. Grizzly ist auch okay so. Fox. Bin ich nicht ganz zufrieden, aber ist okay. Oh, die Munition muss ich noch umkonvertieren. Ach, was mache ich denn hier? Die kriegt jetzt mal Dimitri. So. Fox. Dann ist es okay. Ira. Ira hat jetzt mehr als genug Ersatzmunition, die nicht so richtig ersatzig ist. Gut. Ist okay. Ist okay. Okay. Dann sind alle soweit erstmal eingestellt. Schaue ich nochmal, was ich jetzt hier übrig habe. Du kannst das Ding hier auch noch nehmen. Und können wir hier ein bisschen umräumen. Ja gut, die Segeltuchtasche. Alles gut. Lassen wir es erstmal so. Ist ja jetzt eigentlich der beste Techniker hier im Team. Nee, Dimitri ist der beste Techniker. Dimitri sollte vielleicht auch noch eine Reparaturtasche dabei haben. Um zwischendurch mal was reparieren zu können. Hier. Die wird jetzt eher erstmal schleppen. Weil Dimitri schon relativ voll ist. Gut. Dann schaue ich mal, wer noch was mit dem
Schalldämpfer anfangen kann? Niemand, oder was? Tatsächlich? Nee, Quatsch. Was ist jetzt denn eine Hauptpistole? Also. Okay. So, das können wir auf die Seite legen. Da haben wir noch einmal 9x19 Munition. Da drin sind auch noch einmal 9x19. Das ist jeweils dieses Glaser. Dann haben wir zwei Gewehre, die wir nicht wirklich nutzen können. Zwei Zweibeiner. Auf Vorrat oder drei. Die Munition auf Vorrat, noch ein Knicklicht auf Vorrat. Medipack angefangen. Sollte irgendjemand mitnehmen aus dem Team. Kriegt Grizzly. Nebelgranaten brauche ich nicht wirklich. Plastiksprengstoff sollte auch irgendjemand mitnehmen. Kriegt er. Revolverholster können wir verkaufen, sofern das möglich ist. Schutzweste ebenso. Hat jemand noch einen schlechteren Helm? Ja, Grizzly hat einen schlechteren Helm ohne Tarnung. Noch jemand anderes? Nur bessere Helme. Jägerweste kann halt irgendjemand, der noch nichts hat, haben. Feldflasche können wir mitnehmen. Wer hat noch keine? Grizzly hat noch keine. Grizzly. Die Tasche kann dann auch irgendjemand haben, der sie irgendwann mal braucht. Das hier ist der Krimskram, mit dem wir basteln können. Schlosserset kann irgendwann verkauft werden. Sanitaschen kann man auch erstmal haben. Gut, dann schaue ich nochmal nach der Munition. Kann ich einfach mal Glaser reinmachen. Da auch, dann ist die auch voll. Und dann schaue ich nochmal nach den Reichweiten. Das sind 11 und 12. Auch 12. 11. Da wäre es doch besser, wenn du die 12er nimmst. Oder? Genauigkeit 7, Genauigkeit 6. Ich glaube, am Ende kommt es eher auf die Reichweite als auf die Genauigkeit an. Nimmst du die? Hat noch jemand was Schlechteres? Zwölf. 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 Er hat eine 11, aber das ist okay. Das ist okay.
Und dann bin ich einmal rum. Dann bin ich einmal rum. So, das heißt, die Swings kann ich noch verkaufen. Und die Sig Sauer. Oder ich lagere die hier und gebe die irgendwann den anderen. Das ist, glaube ich, noch eine bessere Idee. Wenn das Biff und Flo und so kriegen. Ja, ich lasse die mal hier liegen. Das sind ja gute Pistolen noch. Ich lasse die mal hier noch. Okay. So, ich brauche noch ein bisschen 9x19mm Munition, würde ich sagen. Idealerweise Gewehrmunition. Ha, Inventarmanagement. Halt, das war der falsche Pfeil. Zeig mir, woran du Interesse hast. Hast du 9x19? Hat er gar nicht. Nur Glaser. Schon gut. Lass dir Zeit. Halt der teure Munitionstyp. Muss nicht sein, denke ich. Fünf, 56er mal 45. Brauchten wir das nicht? Brauchten wir das nicht irgendwo? Hatte das nicht irgendjemand? Das ist die 45er. Nee. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Okay, dann. Ja. Dann an einem anderen Tag, würde ich sagen. Einem anderen Tag wieder. Vielleicht nächstes Mal. So. Rossi ist sommerlich angezogen heute. Ging schon los. Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich ging es jetzt los. Ist auch okay, weil ich wollte jetzt ja auch Schluss machen. Von daher ist es gar nicht so schlecht, dann habe ich jetzt hier das Inventarmanagement noch fertig gekriegt. Dann mache ich hier nochmal ein kurzes Umgruppieren. Der Dimitri, der Pablo kommt raus in Trupp 4 und geht nach Süden. Der Dimitri, ich sag mal Dimitri zu Grizzly, geht mit nach Trupp 2 und die gehen auch mit. Okay. Und dann geht's hier als nächstes weiter. Und ich speichere den Stream hier. Und mache jetzt Feierabend und gleich GVG. Und raide euch. Ihr hört mich, glaube ich, noch weiter, wenn ich jetzt hier hingehe, ne? Halt, wenn ich jetzt hier hingehe, ja, dann hört er mich noch weiter. Genau. So, ja, gespeichert hatte ich ja. Kann ich schon mal ausmachen und dann würde ich euch rüber raiden zu, ich sag mal, Pi, weil zu Josie habe ich schon öfter geradet und ich bin gar nicht sicher, ob ich schon mal zu Pi geradet habe. Und ist ja auch eigentlich auch egal, zu wem von den beiden ich jetzt raide. Das ist ja ein gemeinsamer Stream zur Forge of Empires. Und für diejenigen, die Jagged Alliance jetzt hier bei mir geguckt haben, ich werde morgen
und oder übermorgen, schauen wir mal, werde ich garantiert nochmal Jagged Alliance 2 weiterspielen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich danke dir nochmal, Thyrawal, für die 42-Bits. Vielen lieben Dank und wünsche euch dann viel Spaß bei Forge of Empires, bei P und Josie und einen schönen Abend euch allen noch und bis morgen vielleicht schon wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Jetzt muss ich noch 6 Sekunden warten, bis ich Raiden drücken kann. Jetzt geht's los. Ciao.